Fabi, ganz herzliche Gratulation, das 453. Spiel für einen FCB. Du bist so mit Rekordspieler. Wie geht es dir? Ja, also es ist so ein bisschen ein Mix von Gefühlen. In erster Linie jetzt nach dem Spiel enttäuscht. Klar, wir haben mir gewünscht, dass wir heute 3 Punkte holen. Nicht wegen mir, sondern einfach, weil wir die sehr, sehr gerne genommen hätten. Und ja, wichtig wäre, glaube ich, für die Tabelle. Andererseits ein grosser Stolz auf mich selber, auf die Mannschaft, auf den Tauli. einfach ja, die Zahl zu erreichen, das ist jetzt ja, seit Wochen wird um das geredet. Jetzt bin ich froh, Hannis quasi, ja, überwältigt von der Resonanz von der Zuschauer, von den Fans. Meine Mitspieler, alle gratulieren, das war ja, ein Tag, wo ich sicher auch nicht vergessen werde. Was bedeutet dir persönlich der Rekord? Ja, im Moment ist es, wie soll ich sagen, ich weiss, es ist etwas Grosses. Es ist ein Rekord, der nicht alltäglich ist. Das ist mir absolut bewusst. Andererseits sehe ich mich noch als, oder ich bin noch Fußballspieler, ich bin noch aktiv. Und ich hoffe, es kommen auch noch ein paar Spiele dazu. Darum, ja. Wird dann nach meiner Karriere sicher der Wert von dem Rekord sicher noch ein bisschen steigen. Im Moment, eben, wie gesagt, fühle ich mich sehr, sehr stolz. Es ist ja auch nicht bei irgendeinem Verein, sondern beim geilsten Verein, den es gibt. Und das ist na ja, nicht selbstverständlich und ich bin wirklich sehr, sehr stolz, dürfen, ja, den Rekord jetzt erreicht haben. Wirst du auch ein bisschen emotional? Ich meine, es sind schnelllebige Zeiten und es gibt nicht mehr viele, die so einen Rekord erreichen können. Ja, ich würde aber eher emotional, wenn ich sehe, wie die Leute darauf reagieren oder wie sie applaudieren, die Fans nach dem Spiel, während dem Spiel. Das sind Sachen, die mich berühren. Dass mich dann keiner mehr holt oder vielleicht keiner mehr holt, das macht mich jetzt nicht umso emotionaler. Denn wenn es so ist, nur so schön, dann hat der Verein eine weitere Legende gefunden. Jetzt im Moment geniesse ich es natürlich. Ja, ich glaube, am Donnerstag wird ja auch noch etwas auf mich zukommen. Dort wird es vielleicht noch ein bisschen emotionaler im Jockeli. Ich hoffe dann, dass wir den Match zuerst gewinnen können und dann wird das sicher eine coole Sache. Jetzt sind es 453 Spiele, aber es ist ja nicht dein letztes Spiel und wir hoffen, es kommen noch ganz viel mehr. Was sind denn noch deine Ziele für die Zukunft mit dem FCB? Ja gut, ich habe es gesagt bei der Verlängerung, die ich im Januar gemacht habe. Ich will unbedingt noch einen Titel holen, bevor es dann auch fertig ist mit meiner Karriere. Ich glaube, das steht ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Wie gesagt, es sollen noch ein paar Spiele dazukommen. Ich will natürlich ja, auch, wenn möglich, sehr, sehr gute persönliche Spiele machen, ein paar Goal schiessen. Dann steht der WM noch zur Diskussion im November, wo ich gerne dabei wäre. Also viele Sachen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt zurücklehnen tue und das geniessen, sondern ja, jetzt peilen wir die 500 an. Ich danke dir vielmals und gerne. Wir freuen uns auf den Donnerstag. Danke vielmals, ich habe mich auch.